dir! Rein da! Ab in den Hänger! Rob, rein! Rein, Eli! Muss ich ein bisschen besser festhalten. Was für ein Scheiß, ey. Oh, nee. Festhalten, Eli. Wir sind völlig bescheuert heute. Oh nee, ey. Und Dominik mit Eli. Ja, von dem Idiotenverein. Mir fällt dazu nichts mehr ein heute. Euch wahrscheinlich auch nicht. Und wir haben bestes Wetter für diese Nummer. Also, es geht gar nicht besser. Es kann eigentlich nur beschissen werden. So ein Mist, ey. Ja, aber ich glaube, ihr habt es schon gesehen, ne? Elis Fußis. Da ist nichts mehr viel mit Laufen. Also, ich muss auch kurz die Kapuze ein bisschen. Ich sehe sonst, ihr seht mich nicht und ich sehe die Strecke nicht. So. Wir müssen zum Doktor. Wobei, beim Doktor waren wir bereits. Und zwar in den letzten 2 Wochen schon. Wir müssen jetzt in die Klinik. Also jemand, der operieren kann. Herzlichen Glückwunsch. Eli hat es geschafft. Er hat sich mal wieder abgeschossen. Gut. Oder auch nicht. Und er kann nicht mehr viel laufen. Das tut ihm weh. Das ist doch Müll, das hier drückt. Und wir müssen nach Magdeburg. Ja, mit dem Fahrrad, richtig, ja. Das heißt mit dem Zug. Und da seht ihr jetzt schon die. Das ist für mich auch wie immer auf diesem Kanal. Es ist alles eine Premiere. Ich weiß nicht, ob das mit dem Hänger funktioniert. Also theoretisch ist ja so, ich zahle ja sowieso für Eli. Ja, und der Hänger nimmt ja nicht mehr Platz weg, großartig und selbst. Also von daher sehe ich jetzt nicht das Problem. Ja, rechtlich weiß ich nicht. Fahrräder mit Hänger im Zug, gibt es da eine Genehmigung für? Ein Verbot, geht wahrscheinlich für alles ein Verbot, ja. Wenn es voll ist und so. Gut, wir nehmen jetzt schon unbeabsichtigt mindestens einen Zug später, weil es zu stark geregnet hat. Und, kann ich euch nachher erzählen, ich habe heute Nacht nicht geschlafen. Was für ein Scheiß. Ila auch nur eine Stunde vielleicht. Und, oh, wir haben Fußgänger. Ich muss mal kurz einen Cut machen. Du stehst schön im Weg, ne? Ja. Hallo. Nee, Eli, schön drin bleiben. Was war drin, Eli? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh.
Ja, also wir sind schon zu spät dran. Und das, obwohl ich noch nicht mal geschlafen habe. Das ist auch geil eigentlich. Es ist alles komplett spontan. Also gut, der Termin, den wir heute haben, beim Arzt, der ist nicht spontan. Ja, aber das Blöde ist, also einerseits ist der schön, ja, aber den hat Mama gemacht. Und die hat jetzt nicht dran gedacht, was das für ein Aufwand ist. Wie lange es dauert, morgens bei einem, also vormittags bei einem Termin zu sein. Mit Zug und Hänger und diesen ganzen Pipapo im Berufsverkehr. Und ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Ich versuch's, aber ja, wenn nicht, dann kommen wir halt 20 Minuten später, möglicherweise. Ja, wir werden mal sehen. Jedenfalls, warum ich nicht geschlafen habe, das ja auch noch jetzt. Das ist ja alles, Ila hat alles durcheinander gebracht. Komplettes Ballett. Denn die Woche war ganz anders geplant. Und jetzt, wo wir denn jetzt quasi in die Stadt fahren, habe ich ja keine Ahnung, wie lange wir da bleiben. Wisst ihr? Also bleiben müssen. Was der Arzt sagt, wenn die gleich das Messer rausholen. Na, heute vielleicht nicht, aber morgen oder so, ist ja. Damit muss ich ja rechnen. Also habe ich jetzt mal gerechnet. Und denn das ist meine ganze Woche im Arsch. Nicht nur die, auch die nächste. Aber gut, das ist jetzt erstmal. Jedenfalls muss ich Tomaten abnehmen. Was für ein Drama, sage ich euch. Und beim letzten Mal habe ich noch gesagt, ich so eine Sequenz gedreht. Naja, die nächste Ernte wird wahrscheinlich nicht ganz so viel werden wie die da. Ja, Pustekuchen. 15 Kilo. 15 Kilo habe ich gestern Abend abgenommen. Jetzt koch mal 15 Kilo ein. Auf dem Markt. Weißt du, wie lange das dauert? Ich kann es euch sagen. Oh, ihr seht es ja daran, dass ich nicht geschlafen habe. Die ganze Nacht Tomaten gemacht, nebenbei ein Video geschnitten und noch Sachen organisiert für die Abwesenheit. Ja, das ist einfach zu viel. Gerade das Video macht im Stress, ja. Agora, das passt jetzt hier. Das ist für uns richtig gut. Ich kann es auch schneller machen, als ich mache. Es ist so, ja. Und oh, jetzt steht er wieder anders. Jedes Mal, wenn er sich anders bewegt, wird er plötzlich so schwer. Das ist jetzt eine ungünstige Position. Vor 5 Minuten, ich weiß nicht, muss er besser gestanden haben, weil da war er leichter. Gut. Also bringt alles durcheinander. Und deswegen muss ich noch die Tomaten machen, sonst gammeln die ab. Also stell dir mal vor, ich bin in 4 Tagen nicht zu Hause. Was auch immer, dann kann ich alles wegschmeißen. Essen. Das ging natürlich nicht. Jo. Ach. Was soll ich sagen? Es ist ziemlich eng. Und kommen wir mal zum Wäschchen-Part. Eli, ne? Ihr habt es mitbekommen. In einem Video hat die gesagt, sie hat mit Fußis. Ne? Und weil nichts zu sehen war, von außen bin ich davon ausgegangen, es ist das wie immer. Ja, dass wenn er irgendeine Überlastung hat, oh, jetzt sieht das schon wieder komisch. Der hampelt da rum, der Vollzong. Und wenn er, wie ist er, wenn er eine Überlastung, so dachte ich. Ja, Pustekuchen war nicht. Auch, da kannst du unterscheiden, wenn er lahmt, dann lahmt er, wisst ihr den Grund nicht. Also ich habe keinen Röntgenblick. Und das hätte es auch nicht gesehen. Na jedenfalls ging das dann sehr schnell. Es hatte sich unter der Pfote, direkt am Ballen, eine Wucherung gebildet, die wie eine fünfte Zehe aussah, aber nach hinten weg. Also, ja, zumindest nicht gesund und war auch verhärtet. Das war keine Entzündung im Sinne von, da wäre jetzt so ein Eiterabszess oder so. Das überhaupt nicht, sondern es war ein festes Gewebe und es wuchs sehr schnell. Kaum, dass mir aufgefallen ist, war es 2 Tage später schon fast doppelt so groß. Jo. Und da bin ich zum Arzt, hier bei mir. Und naja, ich war schon skeptisch. Ich wusste vorher, ich habe vorher schon gesagt, was passieren wird. Ihr kennt das wahrscheinlich, ja.
wenn man, ich sehe überhaupt nichts, schön fest sein, Eli. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man irgendwas hat, was wie Schnupfen bei Menschen, Antibiotika. Ja, so ist es dann auch gewesen. Erstmal Antibiotika. Keine Ahnung, was es ist, aber Antibiotika. Was soll ich machen? Ja? Ich war kein Fan davon, aber es gab keine Alternative. Ja, irgendwelche komischen Cremes noch. Und ich habe 2 Wochen lang hat er den Scheiß gefressen. Und 3 Tage hat er nur gekotzt. Und ich eigentlich auch mit, weil ich sowas verabscheue. Und lange Rede, kurzer Sinn. Nichts hat geholfen. Weder das Antibiotika, wie wirklich leider befürchtet. Ich hasse es, wenn ich recht habe. Und auch die Cremes und Salben. Alles für den Arsch. Jo. Bin ich also vorgestern wieder zum Arzt. Da habe ich gesagt, da ist nichts gebracht. Da waren die Tabletten gerade zu Ende. Und dann sagt er, ja. Dann weiß ich jetzt auch nicht mehr. Haha. Gut, ne? Scheiße. Und es war denn eigentlich die einzige logische Konsequenz, die ich anfangs schon befürchtet hatte. Das ist auch wirklich typisch. Ja? Wenn ich einmal im Regen auf der Straße fahre, dann müssen wir wirklich so viele Autos kommen, wie sonst den ganzen Tag hier nicht lang fahren. Zum Kotzen. Ja, der meint jetzt zumindest das, was ich anfangs schon befürchtet hatte. Noch vor den Tabletten, wo mir schon, habe ich auch gleich Freunden gesagt und Mutter, habe ich gesagt, das sieht mir nach einer OP aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Tabletten weggeht. Ja, und das, darauf hört es jetzt wohl hinaus. Na, ich habe eine Überweisung bekommen und es soll geschnitten werden. Ja, und das macht mein Arzt nicht, weil er nicht operiert, ganz einfach. Und noch schon wieder ein Auto? Das kann doch nicht wahr sein. Also heute ist ein Scheißtag, das kann ich jetzt schon sagen. Heute wird alles schief laufen, das sehe ich jetzt schon kommen. Festhalten, Eli. Es ist so unfassbar. Sonst sieht man... fährt hier nie ein Auto lang, ja? Also so gut wie selten, aber nicht 3 innerhalb von 2 Minuten im Regen. Es ist immer geil. Ich bin leicht angenervt, weil das Gewicht sich die ganze Zeit da hinten ändert, verschiebt. Ne? Kommen wahrscheinlich noch 5 Autos. Dem 6. ziehe ich die GoPro über den Außenspiegel. Und ja, Eli aus! Ich hatte, wo war man gerade, ich muss geschnitten werden. Ne? Ja, und dafür habe ich jetzt eine Beweisung. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin skeptisch. Leider noch mehr, als dass ich es war, als ich zu meinem Arzt gegangen bin mit der Nummer. Denn jetzt ist es ja so, der Mann ist ja auch schon. Weiß ich, ja, jetzt aktiviert es den Titel. Dr. Vet Med Med und Dr. Hass, das interessiert mich ja erstmal nicht viel. Aber zumindest hat er mehrere Jahrzehnte Berufserfahrung. Naja, und da wo wir jetzt hinfahren, ist mir auch das Gegenteil der Fall. Ich bin frisch von der Uni gefallen. Scheiße. Das sind hier die BWL-Ärzte. Darf man sowas sagen heutzutage? Fühlt sich sicher eben angegriffen, ich weiß. Aber bei denen rollt der Rubel, um nicht zu sagen, da klingeln die Dollarzeichen in den Augen. Und das ist eigentlich, ich kenne ihn nicht, bin da noch nie gewesen. Aber das ist meine Befürchtung, die ich halt habe jetzt. Ah. Aber es kann jetzt eigentlich nur noch schlimmer werden. Dass sich das auch noch bewahrheitet, das habe ich auch schon gesagt. Wenn ich den leisesten Verdacht habe, dass die auch keine Ahnung haben, und auch nur auf Blaudunst Kohle verdienen wollen, dann war der ganze Tag heute umsonst. Dann fahre ich wieder unverrichtete Dinge. Denn ich stecke Eli nicht bei irgendjemand unter die Klinge, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Bloß weil er einen Kittel anhat, den kann ich mir auch anziehen. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, also ich, weil ich habe viel negative Erfahrung, leider.
gebrandmarktes Kind, ihr kennt das ja. Ne? Jo, also ich bin gespannt, was uns da, oh, ja, ist was schwerer, was uns da erwartet. Beim Arzt, Kamera, ich ja mit, seid ihr live dabei, denn das ist, ey, das glaube ich nicht. Eli, komm hierher, rein, 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 hopp, hopp, Eli, rein. Ich muss mal ein bisschen lauter werden, wir sind ja auf der Straße, das geht gar nicht. Aber ihr seht auch, er hat da natürlich keinen Platz, ich weiß, ja. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn sonst machen? Ja, brauch so eine klugen Ideen, wie hol dir ein Taxi, braucht mir keiner kommen, kann ich nicht bezahlen, Punkt. Ja, sonst würde ich mir das ja nicht antun. So, nächstes Auto. Das ist der beschissenste Tag der Woche, wenn nicht sogar der beschissenste Tag des Monats, sei heute schon. Und normalerweise habe ich eigentlich immer gute Laune. Aber heute ist schon viel zu viel schief gegangen. Gut, also ihr seid im Bilde. Viele hatten unidentifizierbares Auerweh, das wahrscheinlich chirurgisch entfernt werden muss. Jo. Aber die Betonung liegt da wahrscheinlich. Ja, denn keiner weiß, was es ist. Also zumindest ist das den Arzt und wo ich sonst jetzt noch gefragt habe, mit Fotos rumgeschickt, keine Ahnung. Ich gebe mal einen Tipp ab. Da das nicht für mich wie eine Krankheit im Sinne von kommt von selbst, ja, aussieht, sondern ich vermute mal, dass es irgendwo einen äußeren Einfluss mal gegeben hat. Dass es sich an einem Foto mal verletzt hat, auf irgendetwas draufgetreten, ob das eine Dorne war, eine Glasscheibe, was auch immer, was man nicht gesehen hat. Und das könnte reingewandert sein in die Pfote. Denn das ist ja auch das Problem, er ist ja jetzt auch kein Weichei. Er sagt ja nichts. Den kannst du den ganzen Tag quasi mit einem Granatsplitter an der Niere rumlaufen lassen und der geht trotzdem noch geradeaus. Also das ist so, wie ich meine. Es ist keine Memme. Das heißt, wenn er sich selbst nicht meldet in dem Moment, hast du keine Chance, auch was mitzukriegen. Na? Denn einmal abends absuchen nach Zecken, so wie wir es immer machen, da siehst du ja nicht Dinge, die den wisse. Wisst ihr, wie ich meine? Ja? Die praktisch gar nicht sichtbar sind. Man kann nicht hell sehen. Und das ist meine Vermutung, dass vielleicht irgendwo etwas reingewandert ist, wisst ihr? Was sich entzündet hat oder beziehungsweise wo der Körper sofort gegen vorgeht und das abkapseln möchte. Wisst ihr wie? Ja? Ist ja so ein Klassiker bei Fremdkörpern. Und das hat möglicherweise eine sehr starke, könnte, meine Vermutung, eine sehr starke Reaktion hervorgerufen, was die Abwehrsache angeht, so dass es eine riesen Kapsel im Sinne eines Geschwürs bildet hat. So. Aber es sieht nicht entzündet aus. Das ist ja das, na gut, wenn er jetzt mit dem Fuß drauf rumläuft, deswegen soll er das ja nicht machen. Ne? Denn dann wird es rot, weil es dick ist. Das heißt, er läuft sich denn wund. Aber an sich selbst ist es die gleiche Farbe wie die Pfote, wisst ihr? Also und es ist halt hart, wie die Pfote auch selbst. Oh. Eine korrekte Diagnose bekomme. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich lasse mich überraschen. Ha? Manchmal stehen ja noch Wunder. Denn das würde ich begrüßen, dass bevor jemand irgendetwas tut, im Sinne von Verschreibung oder rumschnippeln, dass er erstmal weiß, worum es geht. Also ich fände das toll.
Jo. Und das gilt es jetzt rauszufinden. Das ist die Tagesaufgabe und ganz nebenbei können wir jetzt gleich wissen, den Zug habe ich schon mal verpasst, aber den nächsten könnte ich kriegen. Wir haben noch 20 Minuten bis zum nächsten, wenn der pünktlich kommt. Ha, Deutsche Bahn. Und dann ist jetzt natürlich die Herausforderung, wie funktioniert das hier mit dem Hänger? Ja, nicht nur im Zug, das sehe ich eigentlich fast noch als kleines Problem, sondern hier, wir machen heute mal einen Test, wie behindertengerecht oder rollstuhlgerecht, wie auch immer man es nennen mag, hier die Bahnsteige sind. Denn mit dem Geschoss passe ich auch noch nicht mal in den, bis in den Fahrstuhl rein. Beides zusammen geht gar nicht. Ich kriege noch nicht mal Eli mit dem Fahrrad in einen Fahrstuhl. Das ist ja schon eine Drücke. Mit dem Hänger unmöglich. Und wir müssen, wie gesagt, nachher zum Magdeburg Hauptbahnhof. Da ist richtig voll. Das wird ein Drama. Also mir wird jetzt schon ganz schlecht. Aber gut, das muss man herausfinden, wie es wird. Jedenfalls hat das gut gemacht. Sitzen geblieben oder drinnen stehen geblieben, wie auch immer. Und wir sind angekommen erstmal. Am 1. Ich hole mir jetzt eine Karte und dann gucken wir mal, wie wir aufs Gleis kommen. Schön bleiben gleich, alles gut. Mal raus, Eli. Da raus. Jetzt kannst du rausgehen. So musst du fahren. Aber halt. Da muss ich einen Strippi machen hier. Ja, du bist bissig, Eli. Komm her. Oh nein, jetzt geht's. Das ist natürlich auch klar. Durch die Nässe geht der Verband jetzt auf. Alter. Gerade frisch gemacht, bevor wir losgefahren. So ist ein bisschen her, aber ist von heute früh noch, weißt du? Und mir ist das Klebeband doch ausgegangen, weil ich die letzten 10 Tage schon jeden Tag dreimal Verband gemacht habe. Ich saß ja. Und jetzt auch noch eben, ach, das erzähle ich gleich mal hier am Fahrrad dort überall. Hat gar eine Viertelstunde gedauert. Ja, schön. So. Oh, ich muss mal kurz die Kamera wegstecken, weil ich brauche beide Hände an der Bremse. Sonst kriege ich das Rad nicht erhalten hier. Seht ihr, ne, wie geil das ist. Das ist eigentlich Deutsche Bahn. Wenn du mit Kinderwagen hier lang fährst, oder ist irgendwas größer? Das ist eigentlich voll für ein Arsch, das Ding. Nee. Schön ruhig bleiben, Eli. Ja, kein Schluss. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Eli. Ja, schön, ja? Ja, geil, solche. Ach, das ist lieb von euch. Das kriege ich hier nicht. Mir muss ich abgucken. Das geht ja leider nicht anders jetzt. Das habe ich eingesehen.
wieder. Schön warm hier. Mal sehen, was nicht weglaufen. Gibt's dir einen Scheiß, Alter. Oh, hier. Anwalt sagt, Behindertenrecht. Das ist das dritte Mal in Folge, dass der Fahrstuhl nicht funktioniert. Das ist echt am Arsch. Repariert. Man hält wahrscheinlich nur 2 Tage. Und auch keine. Doch, hast du einen Pass gesagt. Das Einzige, was er macht, ist wirklich Tür. Nur so. Hallo, ja, du hast einen Spruch gesprochen. Du hast von der Welt eigentlich verpasst. Sicher? Blätter fehlt jetzt noch. Ist irgend so was Geiles, dann dreh ich durch. Dann dreh ich halt wirklich. So, wie sehen deine Fußes aus? Sag mal her. Du sollst den Wagen nicht bewegen. Sag mal her. Ist das ein Aua? Ist das ein Aua, ja? So, wir sind schon mal am Zug angekommen. Am Bahnhof, Entschuldigung. Der Zug kommt in 7 Minuten, wenn er denn kommt. Jo. Und dann muss ich jetzt gucken, dass ich den Verrückten hier reinkriege. So ist zumindest mein Plan jetzt. Damit wir die Nummer richtig durchkriegen. Und dann kann ich nicht hoffen, dass es drin nicht so voll ist. Ne? Zum Reinschieben muss ich die Kamera wegstecken, sonst kann ich das alles 3 Sachen nicht gleichzeitig wissen. Auf da eben. Gucken wir mal. Der Bahnfahrt war alles halt so schlimm, um nicht zu sagen, es hatte Pass. Und Menschen waren alle nett im Zug, um nicht zu sagen, wir werden fast noch berühmt demnächst, ja, also prominent, ich hoffe nicht. Ich musste 3 Visitenkarten verteilen. Ach, das lassen wir mal lieber. Jedenfalls, wir waren auch nicht kontrolliert, ja, fahr schon wieder umsonst gezogen, kennt ihr ja. Der hat sich benommen, ja, alles bestens. Seht ihr ja, funktioniert die Nummer. Obwohl er da hinten keinen Platz hat, macht er selbst eine schöne Sache und wir sind gut in der Zeit. Das ist eigentlich das Wichtigste, um nicht zu sagen, wir kommen pünktlich zum Termin. Ich habe um 10 und es ist jetzt um 9. Kann man nicht meckern, denn ich hatte befürchtet, dass wir den Zug, den wir vorhin noch bekommen hatten, dass wir den auch verpassen, wegen dem Regen und dem Wind. Aber es ging ja. Alles gut. Und ja, wir hatten ein paar Gespräche. Deswegen konnte ich nicht filmen. Entschuldigung jetzt. Weil die Leute waren interessiert an uns. Ich wollte das jetzt nicht aufnehmen. Das ist ja, aber wir wurden als YouTuber schon erkannt. Ja, wir haben uns nicht unterhalten im Zug. War alles Bestes, was das angeht. Deswegen habe ich nicht gefilmt, aber ihr wisst ja, wie im Zug das läuft. Ja, ist jetzt eigentlich nichts anderes. Der Hänger stand neben dem Fahrrad und wir haben daneben gesessen, wie immer. Ja, und haben gequatscht.
alles bestens. Was ist das jetzt? Rot? Das gibt's doch nicht. Was für ein Scheiß, ey. Das ist gerade grün geworden. Leute, das ist eine Verarschungsampel. Das hatten wir beim letzten Mal schon mal hier. Ne? Das ist Magdeburg, der Maschkeplatz, wo du zur Hälfte rüberkommst und dann ist rot. Alles richtig gemacht. Wir haben jetzt nicht weit. Ich fahre jetzt zu Mama quasi und schmeiß quasi Fahrrad und Hänger dort ab. Ich muss mal schnell überlegen, wo ich den Hänger hinstelle. Auch gut. Da finden wir was. Und dann geht's zum Dock. Ja? Ja, das kriegen wir in jedem Fall zeitlich hin. Und wir haben uns jetzt eigentlich die ganze Zeit darüber dieses Thema unterhalten und ich kann es mir jetzt auch nicht mehr hören, weil natürlich jeder gibt irgendeine Diagnose ab und natürlich haben sie alle Mitleid und das kann ich ja auch verstehen und so weiter. Ja, aber das ist ja alles spekulativ, bringt uns ja nichts. Gut, wisst ihr also Bescheid? Wir sind angekommen und naja, die Sonne kommt ja jetzt raus. Es klart also auf. Ja. Ja. Bitte? Ja, und? Nö, der hat die ganze Zeit nichts anderes, so wie es wie Ila eigentlich immer kennt. Ja? Ich nehme mir auch immer die Zeit, ist ja alles schick. Aber vorhin, muss ich ehrlich zugeben, war ich nicht so gut drauf, denn ich, wie gesagt, ich befürchte heute, ich habe kein gutes Gefühl mit dem Arzt. Daran hat sich jetzt leider nichts geändert. Aber auch wenn jetzt die Sonne rauskommt und Menschen nett waren, die meisten zumindest, das muss man sagen. Ja, ein paar haben keinen Platz gemacht. Die haben gesehen, dass ich einen Hand Hänger hatte, die andere hat das Fahrrad und Ila in der Mitte, ja, und sind nicht zur Seite gegangen. Ja, du kannst dir vorstellen, der Hänger mit dem Rucksack wiegt so ungefähr 60 Kilo. Ja, 50, 60. Der Rucksack hat 35. Ja, Pi mal Daumen. Das ist also nicht entspannt, wenn du damit die Treppe runterfährst, würde ich damit sagen, weil der nämlich keine Bremse hat. Ja, aber gut, das sieht halt nicht jeder so. Ja. Naja, ansonsten wollten sie uns helfen im Zug. Ja, drei Menschen gleich. Ich nehme das Fahrrad ab. Ich sage, danke, muss ich selber machen. Das ist ja auch mein Anspruch. Ja, das ist verrückt, aber das habe ich halt jetzt in der letzten halben Stunde, habe ich das gefühlt, irgendwie 10 Mal gesagt, weil sie uns alles irgendwie abnehmen wollten. Ja, also das wäre okay gewesen. Uns hätten sie ja, das habt ihr glaube ich schon mitbekommen, ne? In Burg. Der eine junge Mann hätte uns auch mit den Hänger hochgetragen, die Treppen, wo der Fahrstuhl kaputt war. Ja, das war also, von daher, Hilfe hätten wir bekommen, aber die Deutsche Bahn, ja, hat jetzt nicht unbedingt mit Rollstuhlgerechtigkeit gepunktet, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja. Gut. Thank you.
das ist aber ein großer Holunder. Guckt euch den mal an. Oh, der ist ja auch riesig. Oh, das ist ein Busch, ne? Sieht aus wie ein Baum, ne? Ist ja auch mehr oder weniger einer. Habt ihr es vielleicht schon gesehen, Eli? Der Verband, weil ich ja mit Klebeband gespart habe, geht ein bisschen auf jetzt. Aber wir haben es gleich geschafft, da kann ich es wieder flicken. Ich habe mir nicht besonders viel, wollte ich nicht verschwenden, weil sowieso beim Arzt ich wieder aufgeschnitten wird. Ja, da ist wieder alles kaputt. Das hatte keinen Sinn gemacht. Komm mal mit hin. Ah, die Jacke habe ich jetzt bloß an, weil ich sie von außen trocknen wollte. Jetzt ist es von innen nass. Aber Ile hat akkurat die ganze Zeit drin sitzen geblieben. Bestens. Ich sehe gerade die Anhängerkupplung. Seht ihr das auch? Die ist komplett abgeklappt. Na, das passt ja jetzt, Ile. Was hast du für eine Scheiße gemacht? Das glauben wir nicht. Hey, guck dich das an. Ich hoffe, wir haben nicht noch was verloren. Ila sitzt. Ila hat die Tasche aufgemacht. Wie geht das denn? Ila sitzt, habe ich gesagt. Das ist die Idee. Weil die Kupplung abgeklappt ist, steht das Fahrrad in der Luft. So. Schön bleibt, Ila. Komisch. Der Reißverschluss habe ich zugemacht. Wie geht das denn? Sie drehst du durch. Hat die erstmal alles rausgeschmissen? Ila, was hast du denn jetzt rausgeworfen? Jetzt müssen wir überlegen. Ich hoffe, wir haben. Da war nur der Maulkorb drin und die Trinkflasche, bin ich der Meinung. Eli, mach mal die Fußis da runter. Deswegen ist das hier. Der hat das aufgedrückt. Der hat die ganze Zeit da drauf gelatscht auf die Tasche. Siehst du ja hier, ne? So wie da drauf steht. Hat er da drauf gelatscht? So dass sich die selbst aufgezogen hat, der Reis. Verrückt, verrückt, ne? Aber siehst du ja, der kriegt Eis die Backen. Der kriegt Eis die Backen. Guck dir mal an, was du mit deinen Fußis gemacht hast, Eli. Jetzt hier kurz vorm Ziel. Machst alles kaputt. Wie sieht das aus? Das ist ja voll geil, du bist ja total am Sabbern. Ich muss jetzt gleich hier nochmal neu tapen, das Ding. Jetzt ist aber aus, Eli. Ja, der weiß natürlich, dass wir gleich da sind. Jetzt ist er aufgeregt, weil Mama ist ja. Ne, das ist ja nicht auf Kopf gefallen, er weiß ja, wo es hingeht. Aber jetzt hier noch ein bisschen. Nein, Eli, mit dem Verband warten können. Jetzt dreht er völlig ab. Jetzt müssen wir uns beeilen, sonst läuft er noch hin. Jetzt habe ich wirklich Befürchtung, dass er gleich aussteigt hier. Eli, jetzt lass doch das mal. Das gibt's doch nicht. Mal gut, dass ich die Regenjacke anhabe, dass ich am Sabbat wie alles wieder voll. Das gibt's doch nicht. Halt doch mal still, Mensch. Was ist denn los? Du Eierkopf. Oh, nee. Der hat die ganze Zeit hier die Seitentasche vom Rucksack hat er hier missbraucht als Ablagefach für seine Pfote. Ja, und deswegen ist das Ding ja, hat er das aufgedrückt, den Reißverschluss. Das kriege ich jetzt nicht mehr dran, Eli. Du machst jetzt einen schönen Sitz, Eli. Hingesetzt, habe ich gesagt. Richtig hingesetzt. Sonst wäre aber noch ein Freundchen hier. Glaubst du es nicht, Alter? Jetzt hier auf den letzten Kilometer. Macht hier noch Stress? Oh, jetzt ist wirklich warm hier vorne. Gut, aber das kriegen wir noch hin. Zeit? Oh, das passt. Passt. Wir haben noch eine gute halbe Stunde. Das schaffen wir. Oh, also, da kann jetzt gar nichts mehr. Gut, wir wollen vorsichtig sein. Ich kann noch einen Platten kriegen. Ja. Aber wir werden pünktlich beim Arzt sein. Darauf kam es mir drauf an. Das ist immer wichtig. Ja? Und Mutter, die Termin gemacht hatte gestern noch, die später Bescheid gesagt hatte, hat auch früh schon gesagt, ne, sag ich den Termin ab. Ach, ich sag, wieso das denn? Es regnet doch. Also das ja, als ob ihn jetzt, also gut, ich meine, es gibt ja jemanden, den hält der Regen ab, mich jetzt nicht, habt ihr ja gesehen, wäre auch Quatsch gewesen, zumal heute der Wind ist, wisst. Aber heute ist wenigstens nicht so warm, na, morgen bestimmt wieder über 25, 27 glaube ich oder so, na, schätze ich mal, das ist ja irgendwie. Denn lieber heute und wenn das erste Mal, also noch nie bei dem Arzt gewesen bist, wisst ihr, was ich meine, ja? Dann sage ich nicht ab. Wisst ihr, wie das aussieht? Hast du gleich ein rotes Kreuz in der Kartei. Brauchst du eigentlich gar nicht mehr wiederkommen. Deswegen, Isa muss heute unbedingt dahin. Ja, gut. Ich melde mich dann nachher, denke ich, vom Arzt wieder. Na?
wenn wir raus sind. Weil jetzt, ihr habt, schmeißt die Sachen nur raus und geht dann gleich rein. Das ist hier gleich um die Ecke. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und wir hoffen, dass ich meine Befürchtungen, dass sie falsch waren. Ja? Das eigentlich ist ein Fußweg. Ja? Aber es ist kein Problem. Es ist gar kein Problem. Also hier beeilen, ja. Start. Ohne Worte. Jo, falls es jetzt schon etwas dunkler im Bild sein sollte, das ist es auch tatsächlich draußen. So schlimm ist es noch nicht, aber wow, Hundealarm. Vorsicht, Sheila. Wir müssen mal kurz auf die Straße fahren. Es ist schon 20 Uhr. Ja, ein bisschen später geworden. Als eigentlich gedacht. Ja, wo fange ich denn an? Der letzte Cut war, glaube ich, war vor dem Tierarzt. Da sind wir auch gewesen. Und ja, da könnte ich jetzt ein eigenes Video drüber machen, tatsächlich. Ja, oder ich sage es jetzt einfach hier, könnte ich auch machen. Aber genau das möchte ich eigentlich nicht machen. Denn das könnte eine. Was ist hier? Denn möglicherweise, also ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich hatte heute früh, das hatte ich ja noch gesagt, ja, nicht so ein gutes Gefühl bei der Nummer. Und das Gefühl hat, beziehungsweise meine Vorahnung, sagen wir es mal so, das, wo ich sagte, wo ich mir und auch anderen schon Bedenken geäußert hatte, das ist auch eingetreten. Hat aber jetzt nichts mit Elis Diagnose zu tun. Das ist es nicht, sondern ja, etwas anderes in jedem Fall. Und das können wir mal uns drüber unterhalten, wenn, ja, wie soll ich sagen, wenn die Sache durch ist, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Aber zumindest nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Denn es kommt noch etwas. Und ich würde das denn mitverwerten in dem Video, wisst ihr? Also zusammen das alles bringen, das halte ich für deutlich günstiger. Da bitte ich jetzt zu entschuldigen, dass wir nicht auf die auf den Arztbesuch, dass ich da selber eingehe, das, was ich eigentlich vorhatte. Aber ich kann so viel sagen, es gibt noch keine Diagnose, denn dazu müssen erst die Proben, die heute genommen werden, eingeschickt werden. Das heißt, wenn jetzt jemand wissen würde, was ist los, das weiß ich selber nicht. Das weiß bislang niemand. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es der Arzt weiß, der heute untersucht hat. Na, also von daher, das würde uns jetzt sowieso nichts bringen, darüber zu diskutieren oder debattieren. Es ging jetzt nur um andere Dinge. Und da bin ich der Meinung, da möchte ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts zu sagen. So, aber ihr seht ja, so lange war ich nicht beim Arzt, das kann ich zumindest, eine Stunde hat es gedauert. Und ich kann auch zumindest sagen, was gemacht wurde, ist, Ila ist punktiert worden. Jo, und bis zu diesem Zeitpunkt, also bei dieser Aussage würde ich es dann auch belassen, erstmal. Aber das erkläre ich jetzt nur wegen dem Verständnis halt halber. Der hat heute ein bisschen was durchgemacht. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Vorsichtig, Ila. Wieder an der Links, Ila festhalten. Ja, und deswegen sage ich das, weil er war danach ziemlich fertig. Im Sinne von, wir haben die Nacht ja nicht richtig, also er hat nicht richtig und ich habe gar nicht geschlafen. Und deshalb habe ich mich dann entschlossen, mich erstmal hinzulegen. Also für ihn. Ja? Denn er hatte ganz kleine Augen. Und da wollte ich nicht gleich wieder los. Diesen Stress war unnütz, wisst ihr? Das hätte uns nichts gebracht. Da wäre ich zwar direkt nach Mittag wieder zu Hause gewesen, aber für Eli, das wollte ich ihm nicht zumuten, nach dem, was er da vorher hatte, wisst ihr?
Jo, und das ist der Grund, warum ich mich da hingelegt hatte. Ansonsten bin ich noch bei einem Kumpel gewesen und habe direkt hab noch ein paar Tomaten vorbeigebracht. Dass ich gefragt habe, warum der Rucksack so schwer ist. Ja, ich hatte zu viele Früchte, wollte welche abgeben, andere hatten gar keine. Das hat gut gepasst. Und da habe ich mich auch noch mal eine Stunde, aber noch ein bisschen geknatscht irgendwie. Und dann, wow, wow, alles gut, Eli, was hast du hier angestellt? Komm mal her, Eli. Hopp rein hier. Hopp rein. Alles gut, Eli, ist alles gut. Alles gut. Alles gut. Einen kleinen Cut machen. Ila hat den Rucksack aus dem Hänger gedrückt. Ich habe den jetzt extra schon angebunden mit dem Strick. Ich konnte deswegen nicht rausfallen, aber dafür war Schräglage extrem eben angesagt. Ila, aus! Ja. Okay, und dass er jetzt das, was mich jetzt eigentlich am meisten nervt oder was am schlimmsten gerade aktuell ist, dass Ila den ganzen Tag im Hänger gefahren ist. Der ist einfacher für Ila jetzt. Denn das ist die Problematik. Er hat heute früh gegessen, denn durfte er ja nicht laufen. Hat ja geregnet. Ja, war hier von Anfang an dabei. Nur am Hänger. Und jetzt ja natürlich, ne, wo soll der heute seinen Haufen gemacht haben? Hinzu kommt, erschwerend, in der Stadt tut er sich hier sowieso schwer. Ja, ich bin ja nur ein paar Meter zu Fuß zum Kumpel gelaufen. Hätte man ihn sagen können, hätte er machen können. Ja, aber wie gesagt, Ila ist ein Waldscheißer. Oder grundsätzlich hat er Eli. Das gibt's doch nicht. Ja, und deswegen seht ihr, der will unbedingt aus dem Hänger raus, aber aus einem anderen Grund. Eli, halt. Mach mal einen Sitz, Eli. Das ist jetzt ein bisschen Eli. Hopp rein. Guck mal, du kannst hier mal die Fußis dich ein bisschen oben abspitzen. Genauso wie du es auch vorhin gemacht hast. Aber den Fusi, anderen muss in den Hängen. Ja, so ist es fein. So ist es fein. So, und so machst du schön bleib, Eli. Ja? Ist ein feiner Eli. Ist ein feiner Eli. Du musst noch ein paar Meter musst du noch aushalten. Ja, mach keinen Unfug hier. Ich habe jetzt keine Tomaten im Hänger. Im Rucksack. Ja? Eigentlich hat er, der kann sich gut abschützen. Das sieht vielleicht lustiger oder sieht ein bisschen abenteuerlicher aus, als es eigentlich ist, ja. Hat er, auch wenn er im Hänger jetzt praktisch fast keinen Platz hat, wenig, sagen wir es mal so, kann er sich aber gut abstützen. Also das ist nicht das Problem, das sieht er auch, das macht er auch. Aber sein Rang ist, dass er halt jetzt unbedingt raus will, weil er irgendwo sich verewigen möchte. So, weil er den ganzen Tag nur drin war. Ne, wenn ich mit ihm in der Stadt bin, ist es so, dass er nicht auf den nächsten 250 Meter was macht. Ja, zur Freude aller Hundehasser, ja, die sich sagen, die Hunde scheißen die Stadt zu, kann ich auch nachvollziehen. Ist auch oft so, nicht selten. Was das angeht, durfte sich Eli, wie gesagt, bei anderen Menschen eigentlich kein negatives Image abholen, weil irgendwann macht er was, aber das dauert. Das dauert, bis er sich hier eine Stelle gesucht hat. Ja, und dafür sind wir heute einfach zu wenig gelaufen, weil es nur ein paar Meter waren. Seht ihr? Und deswegen, ja, wer sich jetzt wundert, warum der da hinten rumzappelt, das ist der Grund. Nicht, weil er am Hänger fährt, denn da war heute früh im Regen und mit dem Verband noch ruhiger, als das jetzt ist. Das ist jetzt der Nummer geschuldet, weil er aufs Klo muss. Komm mal her, Eli. Los, rein mit dir. So ist es fein. So ist es fein. Ich muss mal kurz den Rucksack irgendwie festmachen. Denn die Nummer ist auch wieder komplizierter. Zurück, Eli. Zurück, 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 zurück. Das kriegen wir hin. So, Eli.
So ist er fein. Das ist eine feine Kuh. Ich lasse das Band wieder weg, was ich genommen habe, um den Rucksack festzumachen. Das war jetzt mal ein Versuch von mir. Habe ich heute früh nicht gehabt. Da habe ich den Rucksack nur um die Deichsel gebunden. Jetzt habe ich hier vorne dran gebunden, um den hier. Das ist keine gute Idee. Das ist jedenfalls nicht. Auf jeden Fall seid ihr lang. Alles gut. Und na. Ja. Das ist jetzt etwas komplizierter, die Rückfahrt, weil Ila gestresst ist. Wegen der Toilette. Ja, ich hätte jetzt, müsste jetzt eigentlich mit ihm, wenn ich es jetzt richtig machen wollen würde. Na, richtig ist es auch nicht. Dann haben wir nämlich ein ganz anderes Problem. Möglicherweise. Ja, aber ich müsste mit ihm erstmal mindestens 3 Kilometer durch die Stadt laufen. So. Diese Zeit haben wir aber nicht. Das ist der Punkt. Es ist jetzt schon nach 8. Und wir müssen dringend zum Bahnhof. Denn das Letzte, was ich heute nach dem Tag jetzt noch gebrauchen kann, was zur Krönung noch fehlen würde, wäre eine Polizeikontrolle. Und die gleich aus mehreren Gründen. Ne? Ich bin mir der Sache durchaus bewusst, was man natürlich, was erst ganz offensichtlich ist und was auch vielen anderen Menschen auffällt. Ladungssicherung, ja? Auf dem Fahrrad. Darüber können wir eigentlich mal diskutieren. Ja? Das Phänomen gibt es im Auto. Ja? Mit dem Hänger ist es, was vorsichtig gleich, schön aufpassen. Mit dem Hänger ist ein bisschen was anderes, dürfte aber vermute ich mal sicherlich auch zutreffen, in ähnlicher Art. Aber das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist der Hänger selbst. Beleuchtung. Ja, ein Waldhänger in der Stadt, nicht so gut. Auch wenn er funktioniert, ja, möglicherweise sogar besser als der ein oder andere China-Hänger, der eine Lampe dran zu hängen hat, der aber wahrscheinlich schon zusammengebrochen wäre bei dem, was ihr da hinten drin veranstaltet. Ne? Und Punkt Nummer 3, das ist eigentlich jetzt meine Hauptbedenken, sind das die Beleuchtung grundsätzlich. Habe ich mit, ja, natürlich, vorschriftsmäßig, ist kein Problem, kann ich anbringen, vorne und hinten werden wir zumindest sehe es vernünftiger aus. Ich drücke es mal vorsichtig aus. Ja, oh, da haben wir schon. Da haben wir schon. Das kann ich über so ein Ding, ja, wartet mal. Schön bleib, Eli, schön bleib. Das wollen wir uns ein bisschen gern ersparen. Da sind sie gewesen, dein Freund und Helfer. Ja, immer zu den Momenten, wo man sie nicht wirklich bräuchte. Ich drück's mal vorsichtig aus. Jetzt muss ich eine andere Strecke fahren. Gut, das ist auch kein Problem. Hier kommen wir auch lang. Weil jetzt gibt es nämlich einen Punkt, der steht nicht in der Straßenverkehrsordnung, beziehungsweise darüber gibt es kein Gesetz, sondern darüber gibt es nur einen gesunden Menschenverstand. Aber mit dem brauche ich heute gar nicht kommen. Das ist gar nicht vergessen. Nämlich, wenn ich eine Rückbeleuchtung am Fahrrad jetzt einschalte, dann ist Eli blind. Ja? Das ist etwas, worüber, das sind meine größten Bedenken jetzt eigentlich. Ne? Ansonsten würde ich jetzt, es ist noch nicht, ich weiß nicht, nicht, dass jetzt für euch so aussieht, weil ich gesagt hatte, nach 8 ist es noch nicht so dunkel. Es ist noch hell, es fahren auch einige Autos noch ohne Licht rum. Wisst ihr, das ist jetzt so die Zeit, wo man sagen würde, man würde langsam einschalten. Es sind auch einige Fahrräder ohne Licht hier noch. Ne? Also das ist jetzt nicht, man könnte also so noch ohne Licht fahren. Da sehe ich jetzt auch kein Problem bei. Selbst wenn ich jetzt keinen Hänger und kein Licht hätte, müsste ich es selbst abwägen. Mache ich es oder mache ich es nicht? Ne? Aber mein Ding ist jetzt eher, wenn ich es machen würde, dann würden Eli 160 Lumen ins Gesicht strahlen. Aber volles Ballett. Ja, LED-Lampe, ist ja keine Halogenlampe. So, und damit krieg ich Eli einen Schaden. Das mache ich auf keinen Fall. Das ist der Grund, warum ich hinten kein Licht anmache. Vorne könnte ich es jetzt noch anmachen. Ja, aber wie gesagt, dafür, das dachte ich ja, ist es gerade noch, eigentlich ist es noch hell. Die vorne bei mir, die 3 Radfahrer, die haben auch gerade alle keins an.
Also von da sind wir eigentlich, was angeht, safe. Aber das ist ja der Punkt. Die Kombination von alledem, ja, was wir gerade haben, die drei Punkte, die ich aufgezählt habe, da kann man sich mindestens einen von aussuchen, der in jedem Fall ausreicht, um jemanden anhalten zu wollen, wenn man das denn möchte, wisst ihr? Naja, und das ist jetzt der Grund, lange Rede wie immer, bei mir vernünftige Erklärung, warum ich mit Ila keine Gassi-Runde mehr gemacht habe. Wäre er aufgestanden, das muss man sagen. Dann hätte ich das so gemacht. Aber Ila hat durchgeschlafen. Der war fix und alle. Ja? Und da habe ich gesagt, ich lasse ihn so lange schlafen, bis ich war ja auch müde. Also wir haben ja beide, ich will das jetzt nicht nur auf ihn schieben, ich war auch müde. Und da haben wir jetzt so lange gemacht, wo ich sagte, ich komme noch gut nach Hause im Hellen. Aber es ist möglicherweise auffällig. Gut. Wir müssen auf jede blaue Sirene achten. Da vorne ist eine, aber das ist ein rotes Fahrzeug. Das interessiert uns jetzt nicht. Pass auf, dahinter steht denn ein silbernes. So, mal gucken. Oh, ein Erste-Hilfe-Wagen beim Japaner. Ich hoffe, es gab keinen Kugelfisch. Ja. Gut. Und auch nicht. Also das ist eigentlich meine eigenen. Jetzt hat er sich gerade ein bisschen wieder beruhigt, seht ihr schon. Ja? Jetzt geht es gerade wieder. Weil er ja sieht, dass er keine andere Wahl hat. Jetzt gut mit der Situation erstmal abgefunden als vorhin. War also Ila ein bisschen gestresst. Wenn man dann nachher. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, wann der nächste Zug fährt. So. Oh, ich dachte schon, das wäre der Hänger, da konnte einer nicht fahren. Aber wir werden noch einen finden, das ist nicht das Problem. Und wenn wir dann zurückfahren nachher, das ist der Punkt, dann mache ich eine Lampe vorne an, in jedem Fall, für die Landstraße. Ja. Und dann ist die Sache erledigt. Dann könnte es schon schummrig sein. Ja. Jo. Seid ihr also auf dem Laufenden, was den Ablauf jetzt heute angeht. Ja. Ja, gefahren. Arztbesuch, hinterher Ausruhstunde und wieder zurückgefahren. Und das, was es denn beim Arzt gab, das möchte ich nicht verheimlichen, ne? Aber wie gesagt, zu einem späteren Zeitpunkt. Denn es ändert jetzt, für euch macht es keinen Unterschied, aber für Ila, das ist der Punkt, für Ila würde es möglicherweise einen machen. Und das möchte ich einfach mal vermeiden. Gut. Oder auch nicht in diesem Fall. Ich bin gespannt, ob die Rückfahrt genauso entspannt wird wie die Hinfahrt. Die Fahrt selber war ja auch entspannt, das kann man nichts anderes sagen, es war alles gut. Aber ja, es gibt keine Möglichkeit, das, wie gesagt, noch rumzubuxieren. Ja, und das war jetzt auf der Hinfahrt noch der Unterschied. Das war auf dem Kleinbahnhof fahren, wo ich das beides separat lassen konnte, Fahrrad und Hänger. Aber wir sind jetzt auf dem Hauptbahnhof. Weißt du? Und da ist deutlich voller. Ja, aus der grünen Phase. Ja, da müssen wir mal gucken, wie wir es hinkriegen. Wäre schön, wenn da ein Aufzug funktionieren würde. Ja, könnten wir jetzt auch mal den Magdeburger Hauptbahnhof kontrollieren auf Rollstuhlgerechtigkeit. Ja, es ist ja das Gleiche. Wir haben schon gesehen, Burg ist durchgefallen. Und da sagte ich ja, das war schon zweimal, jetzt das dritte Mal in Folge. Die anderen beiden Male hat auch nicht funktioniert, aber da bin ich ja dran vorbeigegangen, weil da hat mich nichts interessiert. Ja, ohne mit Ila, ja, kann man, macht mich aus Spaß immer mal, sagte ich ja mal, Aufzug fahren, damit er drin bleibt und so weiter. Ja. Wenn sich ein Aufzug anbietet oder eine Rolltreppe, dann nehme ich die mit Ila ganz bewusst mit. Auch selbst wenn wir gar nicht dahin müssten. Einfach nur wegen, ne, immer wieder mal. Aber da waren die kaputt und dann habe ich mir gesagt, gehst du vorbei und jetzt haben wir mal gebraucht, da war immer noch kaputt oder schon wieder kaputt. Ja, gut, aber er wurde gerade gewartet an diesem Moment, wo er ja da war. Ja, ich bin gespannt, wie lange er hält und ob er beim nächsten Mal bald wieder kaputt ist. Jo, und jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier am Hauptbahnhof in der Stadt, auf da vielleicht ein Aufzug funktioniert. Das wäre schön, denn das ist jetzt hier ein ganzes Gerödel. Ila ist etwas gestresster als heute früh, wie gesagt. Aus erklärten Gründen und das könnte jetzt ein bisschen voller werden. Wir sind gespannt.
Ich mache 3 Kreuze, wenn wir nachher zu Hause sind. Und ich werde auf der Rückfahrt Eli ein bisschen laufen lassen, denke ich. Ja, da wo es grün ist jetzt. Nicht auf dem Asphalt, da auf keinen Fall. Aber da, wo ich sage, das geht okay, kann er ruhig ein paar Meter mal machen. Ja. Das heißt, wenn es da schon dunkel sein sollte, wisst ihr jetzt schon, Eli kommt, wenn sobald er so Zug ist, kriegt er seinen Lauf. Ne? Muss euch also keine Sorgen machen, das mache ich. Aber jetzt hier vorher in der Stadt, das wollen wir gar nicht anfangen. Das macht ihn nur noch nervöser, als er eh schon ist. Das ist nett von dem Busfahrer, er konnte nicht wissen, dass ich hier gar nicht rüberfahren möchte. Übrigens so ein Phänomen, habt ihr das, wer öfter mit der Bahn fährt? Ich habe das heute früh auch gehabt, wo ich sagte, die Dame, die vor mir uns am Ring stehen lassen hat, da über 10 Minuten lang hat warten, die hatte das gleiche Problem wie ich schon mehrfach, dass wir im Automaten nicht die Option gefunden haben, dass man auch eine Rückfahrt buchen kann. Hin- und Rückfahrt, wisst ihr? Hat die mich gefragt, wissen Sie, wie das geht? Habe ich gesagt, da fragen Sie mich genau die Frage, die ich mir auch schon ein paar Mal gestellt habe. Find's also da leider nicht. Und deswegen muss ich jetzt hier nochmal ranfahren, was ich ansonsten eigentlich versuche zu vermeiden. Wisst ihr? Schön bleiben. Jetzt werden wir gleich wissen, wann der nächste Zug fährt. Jo. Ja, wir nehmen den. So. Ja, schön bleiben wir. Ja, das ist gut. Bis 20. Oh, das können wir gerade noch schaffen. Das kann man noch schaffen. Wir sind mal 2 Karten besuchen. So. Alles gut gleich. Das fehlte noch. Kann ich falsch eingeben? Das kann ich gut aussehen. Es ist geil, der Automat. Ist völlig egal, wie ich mich reinstecke. Sind sie nicht? Und Kleingeld habe ich nicht so viel. Glaube ich. 5, 3, 4, 6. Nee, das hat nichts. Was den Hänger abstürzen hier. Wir versuchen den anderen. Das ist natürlich 10 Euro, kannst du nicht in bar bezahlen. Ja? Musst du in, also passend, das sind 9,10 Euro. Ah, was dann überhaupt noch schaffen? Entschuldigung. Ja. Sie dürfen den speicheln, das ist richtig, ja, das können Sie machen. Vielen Dank. Hi, tschüss. Dankeschön. Kein Problem, immer gern. Wo ist denn das Ding? Ach, hier. Selbstbar bezahlt hier. Also wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann haben wir hier ein kleines Problem. Nicht wundern, ich filme hier nur was. Ja, Sie sind aber nicht drauf, alles gut. Haben Sie schon mehrmals probiert? Was denn? Ja. Ah. Das müsste schon klappen bestimmt. Ja, der andere wollte es eben nicht. Ah. Der macht's jetzt. Der sehr hatte gut. Offensichtlich keine Lust auf Barscheine. Zum Glück haben Sie noch Zeit. Ja, wir haben noch genau 5 Minuten. Schaffen Sie schon. Danke, ja? Ja, immer das wieder gern. Wir. Schönen Abend. Jo, tschüssi. So. Oh nein, jetzt ist die Aufnahme zu schnell weggegangen. Ich wollte noch den Zahlungsbeleg drucken lassen.
Aber ich krieg ja gar keine, das ist eine Barzahlung. Oder? Kriegst du auch bei Barzahlung? Ich weiß es gar nicht. Ach, ich fürchte euch mit dem See da. Jetzt waren wir kurzzeitig abgelenkt hier von vielleicht wieder. Na, Dame Freude gebracht. Habt ihr gesehen? Ich hab sie jetzt nicht drauf gehabt. Ja, muss ja sowieso rauspixeln. Sie hat sich ja gefreut, in jedem Fall. Sehr gefreut. Ja, das sieht man mal. Das ist der Klassiker. Na? Ila macht es, wenn er nichts macht, wenn er am Hänger steht. Macht er was Positives. Das muss er erstmal Mensch schaffen. Ja. Und dann wird er so behandelt, wie er heute behandelt wurde. Nein, damit meine ich nicht mich. Gut. Oder auch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo das schön bleibt, die Leine. Alles gut. Jetzt wird es kriminell, wie wir da hochkommen. Ja? Erstmal müssen wir mal gucken, welches gleich das ist. Lalalala 7. Das ist gleich hier vorne. Und wenn wir den nicht kriegen, dann fährt der nächste. Ach du großer Gott, da brauche ich jetzt gar nicht gucken. Da fährt das eine Stunde später. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie hochkommen. 7 bis 9. Hier ist ein Aufzug. Das könnte. Der funktioniert, der scheint zu funktionieren. Da gibt es jetzt zumindest kein Hinweisschild, dass es nicht geht. Aber da kriegen wir natürlich beide jetzt nicht rein. Da seht ihr, ja. Wir machen das wieder anders. Ich dachte, es gibt vielleicht andere Aufzüge als bei uns, größere, wisst ihr? Also für Fahrräder mit Hänger. Der muss sich hochfahren, wisst ihr? Und dann muss ich das Fahrrad oder den Hänger alleine lassen. Und das will ich auf keinen Fall. Also nicht hier. Also machen wir es gleich wie in Burg. Das ist kein Unterschied jetzt. Scheiße. Das ist ja ein bisschen hinsetzen. Jetzt hast du richtig gut Platz. Ja, wir sind schon in eine Haltestelle gefahren, noch zwei waren es jetzt. War noch jemand gerade drin, deswegen jetzt ist es gerade leer, kann ich mehr filmen. Der war auch ein bisschen komisch, ja. Aber er wollte Ila streicheln. Er hatte, ich glaube, ein kleines Kontakt- oder Angstproblem. Ja, da waren noch ein paar, aber wir jetzt hier keine Diagnose abgeben, aber er hat sich gefreut, dass er Ila anfassen konnte. Ja, die Einstiegsorgie war, deswegen habe ich schnell weggemacht. Der Zug ist eingefahren, als ich noch unten war mit dem Hänger und dem Rad. Ja. Da also erst das Rad hoch, Hänger mit Ila bleibt unten. Dann bin ich runtergerannt, habe Ila den Hänger beim Hänger hochziehen, ist auf der Treppe. Es sind ja alle in dem Moment gerade runtergekommen, ist aus dem Zug ausgestiegen, sind alle die Treppe runtergelaufen und glaub mal, dass irgendeiner Platz gemacht hätte. Die kamen in geschlossenen Gruppen nebeneinander, haben gesehen, dass ich den Hänger hochziehe und sind auf mich zugelaufen. Und jetzt kommt noch einer dazu. Es hat nicht ein einziger Mensch gefragt, ob er helfen soll. Nicht einer. Obwohl oben genug Menschen runtergeguckt haben. Also die sagen, wir haben einen Hund mit Hänger. Ne? Also Ila ist ja dann daneben gelaufen. Haben sie von unten alle runtergegafft. Alle haben sie gegafft, die da standen. Das waren mindestens 10, 15 Leute. Plus dann nochmal schätzungsweise 25, 30 Leute, die Treppe runtergekommen sind. Und unten standen ja auch noch welche. Die habe ich nicht gesehen, weil da habe ich rückwärts gezogen. Es hat niemand gefragt. Es hat nicht ein einziger gefragt. Also wir hatten in dieser stressigen 2 Minuten, die ich mir abgemacht habe, dann ist der Rucksack aus dem Hänger gefallen. Auf der halben Treppe. Und die komplette Treppe runtergekugelt. Bis unten wieder. Das kann nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein. Das haben natürlich auch alle gesehen. Das Fahrrad stand unten, ich mit dem Hänger in der Mitte und Ila und der Rucksack lag unten. Der war so auf 3 Punkten verteilt. Habe ich den Hänger wieder hochgeschoben, wieder runtergelaufen, den Rucksack aufgeschultert, hochgeladen und dann standen wir da, immer noch keiner. Und dann wollte ich in den Zug einsteigen, muss aber schnell die Karten stöpeln, gehe in den ersten Automat ran, klick, klick, habe ich nichts gesehen, hat aber so einen halben Abdruck gemacht, weil ich Stempelfarbe alle. Renne zum nächsten Automat. Den nächsten durchstempel und dann stand vor der einzigen, wo jetzt hier, wo wir drin stehen, vor dem Fahrradteil, vor der Tür da vorne, ne, standen quasi locker, was waren das? 8 Leute mit gefühlt 15 Koffern. Ne? Also alles schön verteilt, direkt vor der Tür. Die gucken mich an, sehen mich, ich gehe darauf zu, sage, ich muss da mal einsteigen. Haben sie mich hier interessiert? Ich bin mir nicht sicher, ob es der deutschen Sprache mächtig war. Das kann ich nicht sagen, denn sie waren offensichtlich nicht deutschnationaler Herkunft, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen habe ich mal freundlich gesagt, ich müsste hier bitte in den Zug einsteigen. Ja, ich war also 4 Meter von der Tür entfernt. Dann hat das, glaube ich, einer hat es verstanden von denen.
Und der ist dann beiseite gegangen und dann wollte ich da so durch. Das hat nicht gereicht, ja, bis die anderen das realisiert haben oder sich bewegt haben. Ich dachte schon, der Zug fährt los. Ich war kurz vorne eingestiegen in das Ding jetzt hier. Und auch wieder Tohuwabohu mit Fahrradteil umgekippt, Hänger gezogen und hat sie dann, denke ich, schon die Tür zu und hat schon gepiept. Das heißt, den Zug, gerade noch so haben wir den bekommen. Ne? Auch ohne fremde Hilfe. Ich habe jetzt keinen Wert darauf gelegt in dem Sinne. Ja? Das habt ihr ja, glaube ich, auch, habe ich auch bei der Hinfahrt ja gesagt. Da wurde uns der Hilfe mehrfach angeboten und ich habe trotzdem gesagt, ich mache es alleine. Also das ist jetzt nicht so, dass ich. Aber mir ging es, wisst ihr, um das Prinzip. Ne? Das können die ja nicht wissen, ob ich mir helfen will oder nicht. Meine Damen und Herren, ne? Herzlich willkommen. Hätte ich die Situation von oben von der Treppe beobachtet. Nach Burg. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Hätte ich die Situation beobachtet von den, ja, gefühlt 50 Menschen, die das getan haben, wäre ich definitiv denjenigen, es ist völlig egal, was es für eine Person gewesen wäre, in jedem Fall geholfen. Hätte dem den Rucksack hochgetragen, der dir runtergefallen ist. Oder hätte wenigstens eine Frage gestellt, was auch immer. Ja, je nach Situation macht man es gerade abhängig. Aber das hat hier niemand. Das ist erstaunlich, oder? Auf der Hinfahrt hatten wir in einer Kleinstadt, ja, fast schon Dorf, könnte man sagen, da waren nicht mal 10 Leute und wir haben 3 oder 4 Mal Hilfe angeboten bekommen. Jetzt haben wir hier in der Landeshauptstadt mehr als 50 Personen. Und vor allen Dingen, auf der Hinfahrt ist nichts passiert. Hier ist der Hänger, der Rucksack rausgefallen und zwar viel stressiger. Und es hat uns nicht eine Person Hilfe angeboten. Ganz im Gegenteil, es standen alle im Weg, die Treppe runterkamen und die den Zug blockiert haben. Ich weiß nicht, ob das eine repräsentative Aussage ist, aber wisst ihr, was ich mir denke, ja, zu diesem Thema? Nächste Station. Das ist traurig, das ist armselig, das muss man einfach mal so sagen. Gut, aber grundsätzlich ist es ja kein Beinbruch für mich, beziehungsweise wir kommen auch so klar. Ja? Aber stellt euch vor, man wäre es nicht gewesen und es ist eine andere Person. Ja? Ausstieg in Fahrtrichtung. Gut, da müssen wir jetzt nicht weiter, wisst ihr Bescheid, ja, für alle, die sonst sowas mal nicht mitbekommen in solchen Situationen. Es gibt welche, da bekommt man Hilfe und kommt aber klar und anderen, da bräuchte man Hilfe und man kriegt nicht mal eine angeboten. Ganz im Gegenteil, die Menschen machen es einem nur noch schwerer. Und das gleiche Phänomen hatten wir, als wir angekommen sind in Magdeburg. Hatte ich, glaube ich, gar nicht gefilmt, oder? Sind ausgestiegen aus dem Zug und die Menschen haben keinen Platz gemacht auf der Treppe. Ich bin ja mit Fahrrad und Hänger gleichzeitig runter. Eine Seite die Hänger, andere Seite Fahrrad und Ila halt an der Leine. Und die haben uns nicht mal auf der Treppe Platz gemacht, als wir runtergegangen sind. Da musste ich an der Treppe unten nach links abbiegen und die Leute sind links an mir vorbei, haben gesehen, ich will nach links und sind weiter, sodass ich quasi auf der Treppe stehen bleiben musste mit den beiden Sachen in der Hand. Und jetzt wollte ich euch eigentlich noch fix den Sonnenuntergang aus dem Zug zeigen. Aber es ist gerade wieder jemand eingestiegen, dann musste jemand durch. Und die Zeit habe ich genutzt, dass ich mir mein Licht angebracht habe ans Fahrrad, ja, vorne und hinten. Wir sind jetzt also zumindest erkennbar denn unterwegs nach dem Aussteigen. Und es ist jetzt ganz viel dunkel geworden. Ne? Du wisst doch, es geht jetzt schon ziemlich schnell auf den September hinzu. Eigentlich sind wir gar nicht so spät, man denkt auch so Sommer, aber es ist jetzt schon dunkel, Sonnenuntergang ist weg und ja, damit sehen wir dann auch draußen nichts mehr. Auch dahin ist dann jetzt quasi hier die Nummer auch durch für heute. Und ich eigentlich auch im wahrsten Sinne des Wortes. War mal ganz interessant, wir haben zumindest gesehen, na, Fahrrad mit Hänger. Kann ein bisschen stressig sein, vor allen Dingen, wenn die Gegebenheiten vor Ort dafür nicht ausgelegt sind. Da kann man drüber diskutieren, ob sie das auch müssten oder nicht. Ja, das lassen wir mal in den Raum stellen, wie viele Situationen es möglicherweise noch gibt, wenn jemand mit einem Tandem zum Beispiel fährt. 2 Personen, ja, die würden ja auch genauso wenig in diesen Aufzug reinpassen. Denn das muss man ja sagen, mein Fahrrad, ja, ist ein 26er Zoll, hat eine Gesamtlänge von exakt 1,80 Meter. Komme ich in diesen Aufzug nicht rein, muss ich vorne schon anheben. Ich stoße quasi an und die Tür geht dann nicht mehr zu. Das ist 26 Zoll, sag ich ganz bewusst, ja. Hier, so ein Ding kriegst du noch rein. Aber natürlich, was ist mit 27, halber und 29 Zoll? Oder ein Tandem, oder was auch immer, ja. Das heißt, diese Fahrzeugdinger sind für einen Rollstuhl. Na, dafür sind sie offensichtlich okay, wenn sie funktionieren. Aber ein Fahrräder? Nee, die musst du schieben. Aber mit Hänger und so weiter sieht die Nummer schon wieder ein bisschen anders aus, ja. Da denkt man also nicht so wirklich mit.
Und das sieht man in mehreren Bereichen, dass daran nicht gedacht wird oder ganz bewusst es ausgespart wird aus Kostengründen. Ja? Gut, und ansonsten war die Hinfahrt sehr angenehm, was muss man sagen, bezüglich der Menschen. Wir hatten nette Kontakte, Eli und so weiter, haben uns unterhalten, alles schöne Sache. Die Rückfahrt war jetzt, wir sind angekommen, sagen wir es mal so, am Bahnhof war es jetzt ein bisschen doll stressig und die Menschen waren nicht so wirklich nett und ich habe jetzt nur am Eingang, da wo beim Zahlen, das habt ihr mal der live mit dabei, war eine nette Frau, die sich hier freut, der ein bisschen komische andere Menschen hier haben, der konnte ich auch noch eine Freude machen, also Eli. Sonst nichts Herausragendes. Und das, was dazwischen passiert ist am Tag, also heute beim Arzt, das war etwas, wie gesagt, da möchte ich erstmal nicht drüber reden. Ja. Wir werden es bestimmt mal machen, aber ich möchte erstmal abwarten, die Dinge, die da noch kommen. Und da werden noch einige Dinge kommen und dann können wir mal darüber reden, wie sich das. Ne? Auf dahin, wir sind angekommen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Oh. Next Station. Ein bisschen für die unorthodoxe kleinen Alltag bei uns mal. Ja. Das war für uns diesmal auch was komplett anderes. Also gleich in vielerlei Hinsicht, das muss man sagen. Auch der Tag reicht mir heute. Ja, ich bin froh, wenn wir zu Hause ankommen und die Nummer muss ich erstmal, ja, die muss ich wirklich, die will ich nicht, aber die muss ich verdauen. Gut. Oder auch nicht. Ich wünsche euch, bei euch, wenn ihr mal sowas vorhabt. Ja, das schon jetzt mal sehen, das ist machbar. Die Schaffnerin, noch gleich Nachtrag, die war nett eben. Ja, die war wirklich nett und hat sich auch gefreut. Ich habe die Karten nie gezeigt, keine Anstände gemacht, nichts gesagt, irgendwie. Super Sache. Ja? Also wie immer, das Programm. Oh, jetzt ist heute schon raus. Das für alle, die sonst nicht mit der Bahn fahren, wollte ich euch das mal zeigen. Ne? Sieht wirklich das Symbol ist für eine Person und einen Rollstuhl. Dieser Aufzug nützt ja maximal etwas, wenn du ein Klapprad hast oder ein Kinderrad, ja? Oder halt einen Rollstuhl. Aber mit einem gängigen Fahrrad hast du ein Problem, mit der Nummer hast du noch zwei mehr Probleme. Ruhig. Ich hat jetzt dringenden Druck in jedem Fall, wohin zu müssen, das kann ich ihm absolut nicht übel. Und ich möchte euch das jetzt zumindest die Abschlusssequenz noch zeigen. Wie beschissen das sein kann. So, schön ruhig bleiben. Das Sicherste ist in jedem Fall, das Fahrrad lassen wir zuerst mal hier unten. Denn jetzt ist es schon dunkel oben, das wäre ungut, das Fahrrad zuerst so hochzuschieben. Was ich meine. Ja. Dann habe ich nämlich nur noch mal einen Hänger. So. Der Hänger ist umso schwerer, wenn man, habe ich rausgefunden, wenn man den Rucksack drin lässt. Deswegen ist es einfach klug, wenn man den selber trägt. Dann geht es einfacher. So. Schön langsam, die Leistung fix sind, fand ich. Jetzt will ich hier den Hänger hinten an. Durchgang stinkt, ne? Ich wollte es gerade vorher noch sagen, deswegen habe ich meinen Mund hier halt. Auf
Bahnhöfen lauern abends. Das ist so ein Brennpunkt, ja, selbst im Dorf. Dann geh mal rüber, die andere Seite. Dubiose Menschen, darf man sagen? Und Eli, einmal rum. Nee, rum, Eli. So ist es fein. Und ich sag mal vorsichtig, hatte dir das schon mal erzählt? Ach, Eli, bist du auf die Seite? Wir gehen schon viel, wir passen uns an. Das ist ja kein Problem. Das ist so ein kleiner Drogenumschlagplatz. Ja, da muss man ganz vorsichtig aus. Ja. So, ich weiß erstmal drei Punkte, wenn ich das Ding ankoppeln kann. Oh, jetzt ist mir schon mal eine Last abgenommen. So, jetzt gehen wir erstmal aus diesem Brennpunkt hier raus. Der Gleichberechtigung, Fairness halber, wird ja sonst darüber diskutiert, über die Nennung der Herkunft von kriminellen Verbrechern, ne? In Deutschland. Sollte die Polizei das machen? Nun, derjenige, der gerade hier auf den Bahnhofsvorplatz geschifft hat, beziehungsweise an die Wand des Überdachs, wo ich hochgegangen bin, der war deutscher Herkunft, Nationalität. Das habe ich eben gehört, als er gesprochen hat und auch gesehen an seinem Aussehen. Also nur mal zur Vollständigkeit halber. Aber wenn wir hier so einen Punkt haben, wo ich doch schon genau das Gegenteil erlebt habe, im Sinne von, es sind andere Nationalitäten, die hier auffallen, war das jetzt mal... Jetzt könnte man sagen, naja, der hat nur dahin gepinkelt. Das ist für mich trotzdem eine absolute Sauerei. Das geht gar nicht. Das ist widerlich. Ja, am liebsten hätte ich jetzt mich hingestellt und an sein, oder ich weiß nicht, ob seins gewesen ist, Auto, ja, Tür aufgemacht und reingepisst. Das muss ich mal so fromm frei raus sagen. Wäre mal eine schöne Sache zum Ausgleich. Ja. Ich muss auch auf Toilette, ja? Aber ich pinkel nicht in den Bahnhof. Das ist das Allerletzte. Gut, zumal, ihr seht ja schon, wir sind nach 10 Sekunden sind wir schon im Grün gewesen. Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind heute leicht gestresst. Die Geräuschkulisse jetzt hier eigentlich noch. Ja, heute war wirklich ganz schön was los, kann man sagen, was sonst nicht alltäglich ist. Der einzige Grund ist, warum ich jetzt gehe, damit Eli, ja, hat jetzt hier noch nicht hingemacht. Wenn er das machen würde, habe ich eine Tüte bei. Dann nehme ich die in jedem Fall auch mit, weil das wäre in meinen Augen genauso asozial, wenn ich den Hund hier hinkacken lassen würde auf diesem Gehweg. Ja. Auch wenn das jetzt irgendwo am Rand ist, das muss ja auch nicht sein. In der Hoffnung, dass er jetzt hier was findet, aber er hat nur einen Markierungsdrang, wie ihr seht gerade. Alles gut. Ansonsten, ich würde gerne ersparen, wenn wir nachher im Dunkeln durch den Busch laufen. Da wollte ich ihn eigentlich laufen lassen, wisst ihr? Aber da ist wieder die Problematik, ist mir jetzt gerade aufgefallen, im Zug eingefallen. Dann weiß ich nicht, wo er da vielleicht hintritt, wisst ihr? Denn heute ist ja an der Pfote ordentlich rumgemacht worden. Das ist nicht so gut. Die ist nicht so sicher, wie sie heute früh war. Ja, deswegen möchte ich nicht, dass da durch irgendwas läuft, was wir beide nicht sehen. Deswegen mache ich das jetzt mal hier kurz. Und deswegen können wir noch mal kurz die Schlusssequenz drehen. Nochmal, wir hatten das gerade in der Bahn. Ne? Willst du da hin? Aha, jetzt geht's los. Er wollte gerade. Habt ihr gesehen? Ich weiß nicht, ob es drauf ist, aber er hat nicht. Er hat nicht, aber er wollte.
Die Stelle hat ihm nicht gepasst. Da geht's schon los, aber wir haben, ich sehe schon, das Ziel habe ich erreicht. Er wird gleich irgendwo was machen. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch in euren Alltagserlebnissen möglichst wenig Stress. Vor allen Dingen möglichst wenig negative Erlebnisse mit anderen Menschen, die möglicherweise nicht nur euer Bestes, sondern eventuell vor allen Dingen euer Geld wollen. Auf dahin, ja, wir haben die Sache im Auge und ich halte euch auf dem Laufenden, wenn es etwas gibt, wo ich der Meinung bin, das wäre, na, wie gesagt, ich habe das jetzt gemacht, nochmal dran denken, dieses Video, weil uns die Sache jetzt, vor allen Dingen Eli Sache, einiges im Leben durcheinander bringt, was ich eigentlich ganz anders geplant hatte. Das jetzt zu erklären, da müssen wir ein extra Video machen. Auf dahin, eine gute Nacht und vor allen Dingen viel Gesundheit. Das ist das Wichtigste für euch und eure Liebsten. Und wenn ihr mit denen noch hoffentlich irgendwo nicht nur in einer Stadt verweilen müsst, so wie wir das heute ja gleich zweimal gemacht haben, dann wünsche ich euch dabei, Eli, halt, halt die Lampe links. Dann wünsche ich euch dabei viel Spaß draußen.